herzlich willkommen zu meinem Let's Play Clash of Clans, Folge 19. Shit happens. Happens. Ja. Auf den Titel gehe ich später ein. Zunächst mal. Ja, ihr könnt euch in dem Kla Gameplay. What the fuck? In diesem Let's Play meine ich natürlich. Ein wenig mehr Abwechslung erwarten. Also, das heißt, ich habe das diesmal anders gemacht. Ich habe ein paar, beziehungsweise fast alle Kämpfe in Originalgeschwindigkeit gelassen und ihr werdet sehen, wie bums langweilig das ist. Nur damit ihr das endlich mal als Beispiel seht, für die Leute, die möchten, dass ich das in voller Länge halte. Also ich werde das in Zukunft auf keinen Fall machen, weil mir das auch persönlich, ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht so, habe ich ja schon öfter erwähnt, nicht so geil, wenn diese ganzen Angriffe alle in Originalgeschwindigkeit sind. Also es sind tatsächlich nicht alle, die ersten paar nicht, sonst wäre diese Folge wieder viel zu lange geworden. Deswegen habe ich die ersten Mal also ein wenig verschleunigt, was? Beschleunigt natürlich. Ja, beschleunigt, weißt du Bescheid, gell? Ja. So, ja. Grundprinzip habe ich mir dann einfach mal gedacht, dass ich das diesmal so mache. Und ich werde euch dann halt zu jedem Kampf ungefähr sagen, wieso ich mir diesen Gegner ausgewählt habe. Und ja, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Ja, inzwischen seht ihr, ich habe die Haupteinheiten alle auf Level 4 gebracht. Ich ziehe jetzt den Magier nach, den ich persönlich sehr, 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 sehr eigentlich nie, also um nicht zu lügen, what? Never ever, niemals zum Einsatz bringe, weil ich ihn unrentabel und noch nicht brauche. Ich weiß nicht. Ja. So, ihr seht hier den Magierturm. Der ist schon auf Stufe 4. Da kann ja was nicht sein. Den habe ich ja gerade erst gestartet. Passt auf, seht auf meine auf meine Diamanten, da fehlen 500. Ich erkläre euch, was passiert ist. Ich gucke das Bayern-Spiel, ja, das Halbfinale, das Rückspiel und war ja eigentlich klar, dass sie gewinnen. Und ja, ich habe mein iPad neben mir liegen, habe relativ viele Ressourcen am Start und habe immer so ab und zu auf das iPad drauf gedrückt, damit es nicht in den Schlafmodus geht und ich eben, also Clash of Clans nicht in den Schlafmodus geht und ich eben nicht angegriffen werde. Ja, und ich habe eben nicht immer nicht hingeguckt und habe einfach rumgedrückt. Das kommt jetzt so dämlich und ihr werdet mir das niemals glauben, aber genau das ist mir passiert. Und dann habe ich exakt 500 Diamanten dafür ausgegeben, dass dieser schöne, wunderschöne Magierturm jetzt schon fertig ist. Ja, die mühsam angesparten 500 Diamanten. Fuck you, fuck all the haters. Boah, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich da einen Piep drüber. Wir sind ja alle noch mem du ab. What? Egal, ihr seid alt genug, ihr dürft das hören. Wir leben in einer Gesellschaft, in der. Ach komm, ist egal. Ich habe mich so dermaßen darüber aufgeregt, das hat den Hass. Ich meine, ich hasse keine Mannschaften, aber. Das ist Karma, oder? Ja, Karma. Was? Karma? Deine Mutter, Karma. Ja, gut. Ich habe mir dann natürlich überlegt, ich hatte auf meinem anderen iTunes-Account noch, ich glaube, 4,99 oder 4,49, hatte da noch 5 Euro drauf von irgendwann von später. Und dann habe ich halt eben die ganze Zeit hin und her überlegt, soll ich jetzt die 500 Diamanten nachkaufen? Müsste ich eigentlich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall machen? War mir halt relativ unsicher, deswegen verstreichen jetzt hier einfach erstmal ein, zwei Spiele, weil ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, wie das so ankommen möge, ob ich jetzt die 500 nachkaufe oder nicht. Prinzipiell müsste ich sie ja nachkaufen, weil damit wir wieder auf demselben Niveau sind. Aber so denken jetzt Leute, ja gut, er hat Geld ausgegeben, wenn ich Geld ausgebe, kann ich auch das. Wisst ihr, wie das ist. Haters gonna hate. Ja, und im Prinzip habe ich mich im Endeffekt dazu entschieden, die 500 Diamanten zu holen, weil ich habe mir eigentlich nichts erkauft, keine Ressourcen erkauft, sondern eigentlich nur das Spiel beschleunigt. Von daher kann ja eigentlich keiner was dagegen haben und vor allen Dingen war es verfickt noch mal vor allem war es keine Absicht, wollte ich natürlich sagen. Ja, und im Endeffekt habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir den kleinen Diamantenbeutel zu kaufen und mir eben die 500 Diamanten nachzukaufen. Die werde ich natürlich nicht ausgeben, denn ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob ich dann halt nochmal 500 Diamanten kaufe, was halt so dämlich ist. Also ich habe die jetzt im Prinzip ja gar nicht ausgegeben. Das war ja einfach nur aus Versehen, das war keine aktive Entscheidung. Ihr seht, wir sind jetzt wieder auf demselben 581, auf demselben Level und entweder werde ich mir irgendwann mal 500 Diamanten kaufen, wenn mir die Upgrades wirklich zu lange dauern und mir das derbe gegen den Strich geht. Aber momentan bin ich eigentlich noch der Meinung, dass ich es probieren möchte, so auf 1000 Diamanten zu kommen und mir eben so die Bauhütte zu leisten, die vierte. Deswegen, ja, tut mir leid, wen es stört, ich kann es auch nicht ändern, ehrlich gesagt, ne? Also, dumme Kommentare bringen da uns alle nicht weiter. So.
Ja, unschwer erkennen könnt ihr natürlich jetzt auch den schönen Rand. Ja, ich habe mir ein bisschen, ich weiß nicht, was überlegt. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe den jetzt einfach erstmal so dahin geklatscht, ob der jetzt dauerhaft so bleibt oder sich noch verändern wird. Da habe ich mir persönlich noch keinen Schleim draus gerillt. Wie nennt man das? Ja, ich habe mir halt nicht, ne? Ihr wisst schon, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ja. So. Ja, das war eigentlich alles das, was ich so klären wollte, bevor wir jetzt in die Wüste, nenne ich sie jetzt mal so frei, in meine Angriffswüste steigen möchte. Denn, ja, ich bin ja ein Nachkomme. Naja, es folgen jetzt hier noch fünf Angriffe, die beschleunigt sind, deswegen halte ich euch einfach mal währenddessen auf dem Stand der Dinge. Und zwar habe ich gerade einen freien Arbeiter und habe zwei Arbeiter damit beschäftigt, die Minenwerfer auf Stufe 5 zu bringen. Den dritten möchte ich jetzt bald auch dazu bringen, sobald ich genug Gold dafür habe. Das müssten, wenn ich nicht ganz vergesslich bin, 1.280.000 sein, die ich dazu benötige. Außerdem das Upgrade der Magier auf Stufe 4 läuft gerade. Das hatten wir eben gerade schon angesprochen. Und ansonsten, ja, der eine Bauarbeiter sitzt halt gerade in seiner Hütte und liest die Brigitte und langweilt sich. Was? Ach komm. Na gut, interessantes Gameplay hier im Übrigen. Da habe ich immer rechts und links Einheiten gedroppt. Aber das habe ich vorgespult. Könnt ihr nicht sehen. War mir zu wenig Elixier und Gold, was ich da geklaut habe, um euch das an eure Iris zu tackern. So. Auch übrigens eine schöne Map, die hier derjenige hat. Erinnert mich so ein bisschen an meine. Ist eigentlich auch eine ganz schicke Map, aber auch die habe ich vorgespult. Denn sonst, wir sind ja so schon bei 18 Minuten. Ich weiß, 18 Minuten. Ihr müsst euch vorstellen, ich muss diese 18 Minuten noch immer bequatschen. Und ja, ne? Weißt du, ne? Weißt du Bescheid. So, der letzte Mörser Tower auch auf 5. Ist eine sehr unorthodoxe Methode, alle gleichzeitig auszubauen. Aber ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon, hast du die Kohle, haust du sie raus, bevor sie dir geklaut wird. Und dann sind wir halt in 3 Tagen 5 Stunden, beziehungsweise 3 Tagen 22 Stunden. Ja, 3 Tagen 22 Stunden fertig mit denen und dann ziehen wir den letzten Magierturm noch nach und die Mauern und die, wie heißen diese Dinger, wo oben Blitze rauskommen? Hier die, ne? Die Teschler. Teschler, Teschler. So. Die ist ja ganz klar, also die Map habe ich mir ausgesucht, wir fangen jetzt an mit den Angriffen übrigens, ne? Die Map habe ich mir ausgesucht, weil ganz klar viele Ressourcen und er hat nur eine große Kammer, wo die ganzen Ressourcengebäude drinstehen. Deswegen dachte ich mir, ich hau zwei Löcher rein, von oben und unten mit Barbaren rein. Hab natürlich vergessen, auf die Clanburg oben zu achten, deswegen muss ich oben ein paar Bogenschützen mehr reinsetzen. Insgesamt verteile ich jetzt noch Bogenschützen außenrum, damit ich die Magiertürme und die Kanonen nach außen richten und ich im Inneren auf die Ressourcen komme. Das heißt, damit die, weil man sieht das ja hier, er hat im Prinzip seine Verteidigung, hat er drei Gebäude außerhalb stehen. Und dann in der Mitte einen großen Center, wo seine ganzen Ressourcen und anderen Gebäude drin stehen. Und deswegen habe ich draußen immer mal so ab und zu ein paar Einheiten gedroppt, um eben die Verteidigung abzulenken. Hat alles in allem gut geklappt. Ich hole mir nicht die 100%. Halt, stopp! Was? Ich laber Scheiße. Ich hole mir doch die 100%. Ja, so, jetzt habe ich meine ganzen Ressourcen eingesteckt und jetzt daddeln meine restlichen Einheiten da noch rum. Währenddessen hole ich mal mein Strickzeug, weil das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Das ist so traurig. Wollt ihr das wirklich? Jetzt mal im Ernst, wollt ihr das wirklich? Das kann ich, das kann, das kann, das kann. Nee, das kann, nee, das. Das kann euch keinen Spaß machen. Jetzt mal ganz im Ernst, das kann doch keinen Spaß machen. Also ich kriege auch einen halben Herzkasper, wenn ich hier diese ganze Zeit. Elendig lange, hier bewegt sich ja nichts. Wir kommen doch hier nicht voll. Ich meine, jetzt grillt der da und dann habe ich jetzt die 100%. Und dafür 20 Sekunden eures Lebens? Wirklich? Wirklich? 20 Sekunden eures Lebens? Für sowas? Wirklich? Naja, wir sind zurück zu Hause, hauen doch gleich wieder ab, so wie wir das gewohnt sind, holen uns da. Warum piept's denn jetzt hier? Ich glaube, es piept! Scheiß Telefon. So, und ganz klar, den Angriff besorge ich mir auch. Was besorge ich mir? Ich besorge es mir. Nein, ich hole mir was. Also, ich greife hier schön an. Die Mauern sind niedrig. Deswegen habe ich mir gedacht, greife ich da an. Die Ressourcen
sind akzeptabel von der Höhe. Ich setze da unten so ein paar Einheiten zum was zum Ablenken, genau zum Ablenken heißt das, zum Ablenken der Verteidigung. Dann haue ich einen Minenwerfer, nein, wie heißen die mit den, die mit den schwarzen Bombenwerfer, nein, Mörserwerfer, nein, Kugeln, Mauerbrecher, Mauerbrecher. Ja, genau, ich renne dann, eigentlich habe ich mich entschieden, doch nur von einer Seite anzugreifen, habe da unten ja zwei Kammern aufgemacht und im Prinzip gibt es hier keine große Sch Das heißt nicht Statistik, das heißt Strategie. Genau. Keine große Strategie. Ich renne eigentlich nur rein wie der wilde Apfelpflücker und entscheide mich dann im Endeffekt dazu, oben noch ein zweites Loch reinzuspringen, was ich mir eigentlich fast hätte sparen können. Hätte ich lieber meine Kobolde von unten reingesetzt. Aber im Endeffekt ist es jetzt auch nicht so schlecht gelaufen. Ich hätte vielleicht ein paar mehr Kobolde und weniger Barbaren benutzen können, beziehungsweise in meinen Pock. Koffer packen, nicht Pockerkaffen. Koffer packen hätte sollen, dann hätte ich mir eventuell noch mehr von seinem Elixier geklaut. Lässt sich drüber streiten. Ist jetzt auch kein besonders guter Angriff gewesen. Aber ich meine, 150.000 Gold sind manchen von euch viel, für manche sind es wenig, für mich ist es ehrlich gesagt eher wenig. So, hier sehen wir die Lager und beide Lager und Gold- und Elixierlager sind beide leer. Die Ressourcengebäude, das heißt Minen, stehen drei Stück, nee, eins, zwei, ich kann nicht zählen, zwei Stück stehen hinter den Mauern und der Rest stehen außerhalb. Das heißt, ich schicke einfach im Kreis rundrum einfach ein paar Kobolde und natürlich nicht auf Aufgeben kommen. Und dann schicke ich von oben rechts ein paar Mauerbrecher nach, um eben, die Mauerbrecher sind ja jetzt, werden jetzt nicht angegriffen, weil ja gerade alle auf meine Kobolde schießen. Dann schieße ich nochmal, ziehe ich nochmal zwei Mauerbrecher von oben nach, um oben noch ein Loch zu der zweiten Goldmine zu sprengen, denn wie man ja direkt bei der ersten Goldmine schon festgestellt hat, ist das ganze Gold und Elixier in den Sammlern und Minen und deswegen lege ich den Fokus gar nicht darauf, ins Innere des Lagers zu kommen, sondern eben nur um die ganzen Minen und Sammler zu zerstören. Dann, um die 50% zu holen, hole ich da unten noch das eine Armeelager, setze außerdem noch ein, zwei Einheiten auf die Bauhütchen, um dann, ja, wie gesagt, die 50% zu holen. Mir fehlen jetzt hier im Endeffekt, nee, gar nicht. Wo ist, ach, da oben, eine vierte Bauhütte, die habe ich gar nicht gesehen, ne? So ist das beim Nachkommentieren der Videos. Da kann man sich natürlich auch nicht alles merken. So, und ja, klassisch 50% geholt. Ressourcen sind auch akzeptabel. Wir gehen direkt weiter in den nächsten Kampf. Ja, und hier haben wir wieder einen klassischen Bob am Start. Er hat seine ganzen Ressourcen in den Minen und Sammlern versteckt und im Prinzip könnte ich ihn niemals komplett zerstören, aber das ist mir auch what? Egal. Ne? Und deswegen springe ich mir einfach Löcher rein zu den Teilen seiner Karte, wo ich eben hier, ne? Weiß schon. Minen, Sammlern und so, ne? Ja, und dann mehr Kunst gibt's hier eigentlich auch schon gar nicht. Aber ich darf ja nicht vorspulen. Deswegen, ja, wie ihr sehen könnt, meine Bogenschützen sind voller Elan und jetzt schiebe ich ein paar Kobolde hinterher, denn eine gesunde Mischung macht's immer. Ich werde mir niemals die gesamten Ressourcen holen, dafür sind meine Einheiten einfach viel zu schwach. Dennoch lege ich jetzt hier oben ein paar hier Ablenkungseinheiten, weil ich habe ja keine Minenbrecher mitgenommen. Meine Güte, wie heißen die? Mauerbrecher. Mauerbrecher mitgenommen. Und ja, hau mir so ein Loch da rein. Vielleicht hole ich mir nochmal so 50, 60.000 Elixier und Gold. Ist mir aber ehrlich gesagt auch Wayne Train. Das war schon eine ganz eine gute Ausbeute, nennt sich das, ne? Gute Ausbeute. So, und im Endeffekt hätte ich nie gedacht, ich hole mir dann doch das gesamte Gold, was er am Start hatte. Für das Elixier reicht es nicht mehr ganz. Da unten komme ich jetzt nicht mehr rein. Aber naja, was soll's? Sind jetzt halt noch 70.000, die ich ihm hätte noch klauen können. Beziehungsweise oben ist sogar auch noch ein praller Sammler. Hätte ich vielleicht anstatt den Barbaren ein paar Bogenschützen mehr mitnehmen sollen. Dann hätte das Gesamte vielleicht besser ausgesehen am Ende. Und ja. Somit holen wir uns halt leider nur 41%. Aber dafür 300.000 Gold. Ich denke, das lässt sich sehen. So. Jetzt gehen wir mal kurz hier zurück, kurzen Schnitt und wir sind in unserem Dörfchen. Ja, wie ihr seht, läuft alles gut, ein Tag, 2 Stunden, dann sind die Magier fertig. Und, oh, Telefon! So, nachdem ich jetzt der schöne, die nette Hotline von der Telekom angerufen hat und gefragt hat, ob ich meinen Telekom zurück zu Telekom wechseln will,
Fuck off! Ja, deswegen, ne? Ich war kurz mal. Läuft. So, ja, weiter geht's in der lustigen Party. Und wir haben hier ein Level 7er Dörfchen. Ich mache hier mal wieder die klassische Verwirrungstaktik und setze einfach von allen Richtungen Einheiten. Ich weiß nicht, das hat nicht viel Sinn, dass man das so macht, aber ich mache das einfach extrem gerne. Und ja, zu meiner Taktik muss man halt auch sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich immer 2 Stunden fest am Suchten bin, sondern ich zocke halt den Tag über immer mal wieder. Deswegen, ja, geht bei mir, also ist mir das eigentlich egal, wenn ich mal wirklich lange brauche, um wieder warten muss, bis mein Armeelager voll ist, deswegen. Aber ich finde die Taktik auch gar nicht schlecht für so Gegner, die ihre Ressourcen, Gebäude, also Minen und Sammler, rund um das Gebäude. Was schlaberst du? Rund um das, und das hier. Hast gelernt? Meine Güte, mir fehlen heute die Worte. Ich vergesse die ganze Zeit Minen und Sammler. Ey, was ist denn da los? Ja, die ihre Minen und Sammler so einmal um das Dorf rumgestellt haben. Da finde ich diese Taktik gar nicht so schlecht. Ja, 144.000 Gold, 116.000 Elixier. Und, so, wir gucken nochmal kurz zu Hause vorbei, bevor wir zum letzten Angriff gehen, weil dann sind wir ja auch schon wo 18 Minuten. Und ja, suchen wir einfach uns direkt mal einen Gegner. Den hier habe ich mir natürlich ausgesucht. Wie man unschwer erkennen kann, hat er sein gesamtes Elixier, also sagen wir mal 80% seines Elixiers steckt in den Lagern und sein Gold ebenfalls. Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, warum ich den angegriffen habe, weil eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass er ein 8er Town Hall ich ihn eigentlich kaum zerstören kann. Aber im Endeffekt denke ich mir, das eine Goldlager da außen ist machbar. Deswegen 2 Mauerbrecher, vorher ein paar Einheiten, damit die anderen Verteidigungsgebäude abgelenkt sind, dann ein paar Bogenschützen und jetzt eben Kobolde rein und hole mir erstmal das erste Goldlager, weil Elixier habe ich ja wie gesagt eh immer Überschuss, deswegen Schuss, meine Fresse, Überschuss. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal die Goldlager. Da unten steht ja eins sogar komplett frei. Das hat er wohl ein bisschen unterschätzt, dass es, obwohl das so ein niedriges Level ist, ich mir da trotzdem gut Gold klauen kann. Im Vornherein muss mir natürlich klar sein, dass ich mir auf keinen Fall alle Ressourcen sichern werde, aber ja. Guckt es euch an, trotzdem akzeptabel. Also kann man sich manchmal überlegen, ob man das trotzdem macht. In diesem Fall hätte ich vielleicht lieber weiterklicken sollen, aber ja. Ich hole mir ja oben das Gold noch und von daher. Nee, kann man schon so machen. Unterschreibe ich, ne? Gut. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Haut mir mal einfach unten in die Kommentarleiste, wie ihr das findet, dass ich wirklich diese Kämpfe komplett kommentiere. Ehrlich gesagt, das. Eure Meinung ist mir da. Tut mir leid, Schnuppe, weil ich werde das nicht nochmal machen. Das ist einfach irgendwie Banane. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das war Let's Play Clash of Clans Folge 19. Shit happens, bezogen auf Janne. Hatten wir vorhin. Gut, ich bin raus. Wenn ihr Bock habt, mich zu abonnieren, also mehr von mir sehen wollt, dann macht das oder lasst es, so wie immer.